Jo, wir kommen jetzt zu Star Wars Battlefront 2, machen jetzt weiter. Letzte Part hatten wir zwei Raumschlachten gehabt, wenn ich mich recht erinnere, ja schon, ne? Jetzt gucke ich mal gerade, was wir uns noch für Bonus einpacken können. Einen können wir noch machen. Ach komm, brauchen wir jetzt nicht, sparen wir erstmal das Geld. Ja, Kamino würde ich sagen, ne? Ja gut, greifen wir Kamino an. Es gibt ja viel Kohle dadurch, also Knet, also Credits meine ich. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Boden, wegen Vista. So, hier wäre natürlich ein Scharfschütze gar nicht so schlecht. Ich weiß, ich hatte keinen, ne? Ne, ich hatte noch gar keinen gekauft. Wir hatten nur Assault-Druiden, das sind die mit einem Panzerfäust und Druidika, gut, ja. Hier lässt sich natürlich, wie ich schon sagte, ein Scharfschütze ganz gut machen. Ich nehme jetzt erstmal den Kommandoposten hier hinten in diesem Base ein, also in diesem, nennt man diese, in dem Gebäude, sag ich jetzt einfach mal. Boah, ich könnte hier gar nicht wohnen, ey. Mir ist hier viel zu viel Wasser. Da würde ich immer Angst kriegen, dass die, diese Plattformen einbrechen. Aber es ist ja eh nur ein Spiel und eh nur Filme. So, schleichen wir uns mal hier rein. Kein republikanischer Soldat, nö. Nö, okay. Hä? Achso. Das ist der andere, auf der anderen Seite, da ist der Kommandoposten hier drauf. Der ist hier in der Klonkammer, genau. Also hier drinnen. Ah doch, hier haben wir sogar welche. Oh, ich bin schon wieder ein bisschen eingerostet, weil ich in letzter Zeit eigentlich nur Strategiespiele spiele. Und Shooter kaum noch, weil ich einfach irgendwie keine Lust mehr habe. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, nimmst du ein bisschen Battlefield wieder auf, damit du wieder hochladen kannst. Und Empire Tour will ich gleich auch noch ein bisschen aufnehmen. Also mal schauen, was der Tag auch noch so zu bringt. Morgen bin ich nicht da, morgen muss ich weg in die Stadt zu einem Termin. Da wird vielleicht ein paar, den wir gar nicht kommen. Doch, ich werde morgen hochladen, aber auf jeden Fall dann erst wahrscheinlich mittags. Mal gucken, was ich dann hochlade. Vielleicht ein bisschen. Empire Tour kommt in letzter Zeit sehr viel, weil ich einfach viele Parts davon habe. Und auch ab und zu, wenn ich dann aufhöre, nehme ich auch 5, 6, 7 Parts aus. Auf. Und hier sind mir echt zu viele. Hier wären Druidika jetzt nicht schlecht. Na. Haben wir hier nicht irgendwo Reparatur-Druiden gehabt? Der Arzt, ärztliche Druiden. Ja. Ich muss mal wieder Star Wars 2 gucken. Da gehen die ja auch mehr auf Kamino ein. Alter, ich dachte gerade wie einem 2 ein, das wäre ja krass. Ja gut, ich werde ja sterben, weil ich hatte nicht mehr genug Leben. Wir können jetzt mal einen Druidiker nehmen. Falsch, hier möchte ich. Zewa einholen, genau. Kurz nochmal die Steuerung wissen. Gut. Ist schon wieder ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal mit Druidika unterwegs war. Natürlich nicht unendliche Schilde, die haben eine Cooldown. Also die gehen auch leer, deshalb ziehe ich mich mal ganz kurz zurück. Wir gehen mal von der anderen Seite ran, zumindest rechts. Wo ist das denn? Also von oben hier. Also den anderen Eingang war nicht, den hinteren hier. Damit wir da nicht so direkt im Feuer stehen. Achso, ich dachte gerade, er rollt da rein, weil er nicht aufhören wollte, sich zu drehen. Ja gut, ich treffe den nicht. Alter, die streuen aber ganz schön die Blasterschiffe. Zwillingsblaster heißen diese Dinger, ja. Ey, Freund. Was bist du denn? Dass ich einfach hier den Kommandoposten holen, finde ich aber frech.
schießt die ganze Zeit unten. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben, dass ich ein bisschen Schilde regeneriere, die mich nicht treffen. Warum treffe ich den denn nicht da am... Verstehe ich nicht. Warum zählt er denn nicht höher? Ich will den, doch jetzt. Ich wollte den Schützen da treffen. Oh, warum? Also manchmal weiß ich nicht, warum die so abprallen. Naja, egal. Lol. Wo ist denn da einer? So, ich habe ihn getroffen, gut. Ja, wir haben ihn in 5 Sekunden gewonnen, also. Können wir es nochmal ausfahren und dann... Tja, zweimal gestorben. Einmal bin ich heruntergefallen. Warum auch immer. Warum auf einmal der so hoch fliegt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommen die Republik gleich bestimmt. Nee, doch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass die von Tatooine jetzt Kamino angreifen wollen, aber nö. Na gut, dann eben nicht. Dann greifen wir jetzt noch Tatooine an. Kaufen uns erstmal noch ein paar Bonusse. Und holen uns den... Auch wir haben noch gar keinen Techniker, ne? Hm. Na komm, mit dem Techniker, die sind wichtiger. So, nach Tatooine. Die Karte haben wir so oft jetzt schon in der ersten Staffel gehabt mit der Republik. So, aber diesmal starten wir von der Kantine aus. Das ist auch gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt hier die Techniker-Druiden freigeschaltet haben, weil die reparieren ja dann auch die Geschütze und so weiter. Das ist gar nicht so verkehrt. Boah, ich bin echt eingerostet in Shooter. Da bin ich, guck mal, die haben auch Scharfschützen. Die haben Scharfschützen, meine ich mich auch. Weil wir haben noch keine Scharfschützen. Headshot. Genau, manchmal fliegen die Kugeln ein bisschen niedriger als überhaupt das alter Punkt vom Visier. Ah, dann so Druidika-Kollegen. Hä? Achso, da oben ist einer. Alter, da oben sind ganz schön viele. Was macht ihr denn da oben? Ach, Tatooine ist schon geil, also muss alles liegen. Ich hab letztens erstmal wieder Star Wars 1 geguckt, nach langer Zeit. Da ist ja auch Mos Eisley. Also die Stadt, na gut, die Stadt jetzt nicht, aber ich denke mal, die sieht ja auch so ein bisschen wie dieses hier aus, wo dann die Podrennen sind und so weiter. Aber da ist ja kein Krieg, da sind sie ja dann gewesen. Ich glaube, den Film kennt jeder, kann ich ja spoilern. Den Hyperraumsantrieb von der... Wie heißt dieses Raumschiff? Ich habe es vergessen, nicht einfach Naboos königlicher Transporter. Der ist ja dann kaputt gegangen. Auch ziemlich lustig, dass einfach mal so ein Transporter durch so eine Druidenblockade durchfliegen kann. Sondern es war ja auch, zumindest war es ja in Clone Wars so, dass Luke Gunway, also der, ich weiß nicht welche Rasse das ist, dieser eine Typ ja auch auf seinen Luke Horkreuzer einen Schwerkraftgenerator drauf hat, sodass die eigentlich gar nicht fliegen können. Aber naja. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Spiel. Aber auch schon ziemlich lustig. Na egal. Der Film ist eh alt und war eigentlich ein toller Film.
Oh ey, da fliegen wieder republikanische Soldaten. Oh, ich habe keine Raketen mehr. Ist das nicht dein letzter Spawn? Alter, warum kommen da so viele? Ein Scharfschützen, der hat natürlich keine Chance gegen so viele. Oh, ich habe schon keine Raketen mehr. Ah, oh, dann hat Feuerkehr, dass die Republik die Kantine einnimmt, damit sie erstmal wieder eine Runde saufen können. Dann wieder Javas. Ah, der wollte anscheinend ans Geschütz ran, deshalb hat er da auch geguckt. Noch ein Scharfschütze. Alter, sind ganz schön viele Scharfschützen. Ich irgendwie rein? Ja. Was hast du gesagt? Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Manchmal sprechen die so ganz komisch. Alter, der hat getroffen. Medizin-Droide da. Eigentlich reicht ja auch ein Treffer, aber ich habe ja diesen, wie nennt man das? Diesen Schild, der den Schaden ein bisschen verringert. Was ich mich eigentlich frage... Achso, ihr könnt übrigens sehen, wir können so einen Dreierschuss machen als Sekundärwaffe. Was ich jetzt eigentlich mich gefragt habe, ob es eigentlich auch für die... Oh, achso, ich habe jetzt das Elite. Also die Dreischuss-Variante von dem Armblaster. Was ich mich jetzt gefragt habe, ob die auch diese verbesserte Pistole dann kriegen. Oder ob die dann halt ein anderes Waffensystem an dem Handgelenk haben. Könnte man nicht mal aus... Na gut, jetzt lohnt sich das glaube ich nicht mehr. Oder? Ich glaube 6 Stück oder so kriege ich nicht mehr kalt. Tot. Hier vorne haben wir noch einen. So, getroffen. Ist wie so eine kleine Schrotflinte, aber ich muss mal dafür ziemlich nah ran. Ist einer oben drauf? Da haben wir einen Rüdiger. Wo schickst du denn hin? Okay, da hinten wird anscheinend noch einer sein. Ah, ein Scharfschütze. Gut, der ist tot. Da vorne sehe ich noch einen auf der Karte. Naja, die haben keine Pistole, weil ich habe jetzt schon mehr als 6 Kills mit dem Ding gemacht wahrscheinlich. Oder ich kann nicht zählen. Auf jeden Fall, die haben das glaube ich gar nicht. Gut Leute, verabschiede mich jetzt in dem Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.